Hallöchen, meine Lieben, willkommen zu einer weiteren Let's Play Mini-Aufnahmesession. Ich weiß jetzt gar nicht, bei welchem Part ich gerade bin, mitten aufgenommen haben, weil ich das Ganze jetzt hier im Wohnheim aufnehme. Wie ihr seht, wir wagen uns dieses Mal an den Commodore 64. Und wie ich gerade sehe, ach, ich muss ihn wechseln. Ich habe nämlich jetzt erstmal zum Original Commodore umgewechselt. Der andere ist Exos Version 3.0, was auch immer das ist, was aber manche Spieler anscheinend benötigen. So, ich habe hier links neben mir ist ein Fenster offen, die Game Base 64. Da sind 21.000 Spiele verzeichnet drin. Also habe ich eine Weile zu tun und werden von oben nach unten nacheinander alle durchgehen, was es gibt. Und ja. Wir können jetzt erst einmal das erste Spiel anwählen. Dollarzeichen 1 Million, warum 1 Million Dollar, warum immer das heißt, was immer das sein wird. Wir gucken uns das an. This is the game of Millionaire. All you must do is type in your name and answer some questions. Wer wird Millionär oder was? The decisions you make will determine how much money you make. At the time of your death, your life will be rated by the amount of your money you made through to your life. If you have made $1 million, you will be a winning millionaire and win the game. Name please, Klein. Ach ja, ganz vergessen. In Commodore kann man ja noch Klein schreiben. Okay, Klein, this is the life. Aha. Mal gucken. Muss ich also irgendwas. Ah, okay. September 18. September 2000. Wieso 2000? Hä? Ich bin 1991 geboren. Ja. Naja. In einer großen Stadt wurde Klein geboren. Deine Eltern waren sehr reich. Nee, sind sehr reich. Was eine Key. 16. März. March, ja, März, 6. März 2022. Du verlässt dein Haus und mit 14.699 Dollar in der Tasche. Du hast einen neuen Job als Lehrer bekommen. Du verdienst im Jahr 18.851 Dollar. Deine Ausgaben sind 16.378 Dollar im Jahr. Aha. 21. August 2024. Du hast 19.661 Dollar. Der Doktor sagt, dass du einen Urlaub brauchst. Gehst du hin? Gut, der Urlaub kostet 1.476 Dollar. Ja, unsere Ersparnisse danach werden 18.185 Dollar sein. Habe ich das jetzt gemacht oder was? Mhm. 11. Februar 2029. Du hast 30.590 Dollar. Du bist ernsthaft krank. Du hast, bei dir wurde folgendes diagnostiziert. Recurring chronic bad breath, keine Ahnung, was das heißt. Irgendwas chronischer schlechter Atem. Ja, das Segelhund werden kostet uns 730 Dollar. Nun, ich weiß auch nicht, was der Sinn des Spiels hier ist. Anscheinend können wir uns hier nichts entscheiden oder irgendwie. Naja, wahrscheinlich ist es als Zufallsbild basiert. Nun, der Lud ist 2039. Du hast 54.670 Dollar. Oh, du hast Leukämie bekommen. Okay. Rechnungen für Medikamente kosten 4.465 Dollar. Du stirbst im Alter von 39 Jahren. Du hast 52.205 Dollar am Ende des Lebens. Und du bleibst again, ne? No. Ja. Syntax Error, ready. Ja, das war irgendwie sinnfrei. Ja, wir machen mal das nächste Spiel. Dann werde ich erstmal hier
Kurz die Aufnahme pausieren.